Kickoff wird präsentiert von Sporttipp, der Schweizer Sportwette. Grüß mit dran, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Willkommen beim Teleclub. Willkommen zu einer weiteren Sendung Kickoff. Nicht jeder Trainer der Raiffeisen Super League hat während der Nazi-Pause gewusst, ob er in dieser 15. Spielrunde, die jetzt an diesem Wochenende ansteht, noch einen Job hat oder nicht. Und damit wären wir schon so ein bisschen bei den Fokus-Themen. Das Trainertheater hat es nämlich gegeben in der Zentralschweiz beim FC Luzern. Sie spielen auswärts gegen FC Zürich. Dann den Fokus legen wir auch noch auf St. Gallen gegen Xamax und auf das Berner Oberland. Thun spielt nämlich daheim gegen FC Lugano. So, um die Themen zu besprechen, braucht man selbstverständlich Studiogäste. Grüße euch ganz herzlich am Gattano Cialanza und am Jürgen Seeberger. Mann, fangen wir an mit dem FC Zürich gegen Luzern. Der Sportchef vom FC Luzern, Remo Meier, hat sich einmal mehr zum Fenster ausgelehnt und hat Kritik geübt. Als Trainer, Jürgen, wenn du so Sachen nicht intern gelöst bekommst, wenn du so Sachen liest in der Öffentlichkeit, wie würdest du reagieren? Ja, das Gespräch suchen, ganz klar, zum Sportchef hingehen. Da wird Holz gespalten, wo unnötig ist. Das entfacht Feuer und das ist schlecht für die Mannschaft. Wir predigen immer Zusammenhalt für die Mannschaft, intern Zusammenhalt und alle gemeinsam am gleichen Strick. Und dann wird es so nach außen hin anders gelebt. Das ist natürlich schlecht. Es sind mehr Medien, die Aussage von Remo Meier, Gaetano, die interpretieren gegenhebeln. Wir schauen uns das schnell an. Er sagt nicht zum ersten Mal, dass die Entwicklung eben nicht befriedigend sei, dass die Wahrheit auf dem Platz liegt. Das ist natürlich immer klar. Und man kein gutes Bild abgibt, das interpretiert man als mitunter als Frontalangriff auf den Trainer. Du auch. Ja, es ist wahrscheinlich sicher nicht sehr glücklich über die aktuelle Situation, oder? Von den letzten drei Spielen vor allem. Aber so wie es aussieht, auch vor allem vom Spiel selber. Weil eigentlich macht es der FC Luzern nicht so schlecht, wenn man so die Statistiken anschaut und so. Aber wie gesagt, die Resultate stimmen nicht. Und jetzt ist wahrscheinlich der Sportchef nicht sehr happy über die ganze Situation und hat wahrscheinlich mit einem Journalist mal etwas rausgelassen. Und dann ist natürlich klar, dass das der Trainer natürlich auch, ich bin voll mit dem Jürgen da einverstanden, oder? Das muss intern besprochen werden. Er hat auch gesagt, auf die Frage, ja, mit dem Verwaltungsrat, wo nicht mehr viel dabei sind, könnte man nicht überhaupt entlassen. Dann kommt Zitat, Remo Meier, absolut kein Problem. Also es wirkt ja, als hätte er schon abgecheckt, ob er es könnte machen. Es ist einfach bitter für den Trainerstab, wie auch für die Spieler, weil es schafft immer so Alibis oder man hat immer Unruhe drin. Eben vom Verwaltungsrat selber kommt ja auch schon Unruhe in den Verein. Also da wäre man lieber gut beraten, auch in die Winterpause zu gehen und dann hat man genug Zeit, über die Dinge zu reden und bis dahin allen den Rücken zu stärken. Sportlich zuletzt dreimal verloren, obschon der Hebel gesagt hat, im Oktober läuft es besser. Nicht mehr so ein bisschen eine Aufwärtstendenz gehabt. Defensiv ist man anfälliger als man Anfangs der Saison war. Und wenn man die Standard-Goal anschaut, die man bekommen hat, von 18 Goals sind 50% auf Corner oder auf Freistöße. Ja, das ist sicher das Problem, oder? Das kann man auch, also da muss der Trainer natürlich reagieren, da muss er das natürlich, wieso passieren die Standard, oder? Und das kannst du natürlich auch, das kannst du im Training üben, es ist natürlich immer schwierig. Oder? Aber du kannst etwas dagegen machen, wenn du weißt, wieso. Das Problem ist, wenn du nicht weißt, wieso wir verlieren. Ab und zu hast du den Wurm drin, du weißt nicht, wieso. Aber wenn du weißt, dass du viel Goal auf Standard bekommst, dann musst du natürlich die Mannschaft auf das aufmerksam machen und dann musst du etwas dafür oder dagegen machen. Das Programm, das sie jetzt haben, Zürich, St. Gallen, Ibe und Basel, ist es nicht das Einfachste, das kannst du verwutschen vor der Winterpause. Ist der Hebelin noch der richtige Trainer oder ist er zu fest angeschossen worden schon? Von seinem Chef. Ja, ich hoffe es. Und sie haben vielleicht der ein oder andere, eben IB oder Basel, gerade zu dem Zeitpunkt, wo noch Euroleague, glaube ich, oder? Da gibt man vielleicht nur Chance im Anschluss vom Euroleague-Spiel von denen. Denn Basel ist durch, vielleicht in der Euroleague. Also, ja, aber sie haben ja IB zum Beispiel auch schon geschlagen. Ja, eben, ich würde jetzt immer die Chance aufhalten, dass der Hebi mit seinem Team da noch die Kurve kriegt. Ja, ich würde es ihm wünschen, weil es kann nicht sein, dass ein Innerschweizer da installiert wird und dann plötzlich nach ein paar Monaten wieder angeschossen wird, nachdem die letzte Saison ja nicht ganz so verkehrt gelaufen ist. Nachdem er es übernommen hat. Und dann stellt sich irgendwann mal die Frage, der Hebi ist ein Meiersi-Trainer. Der Weiler war auch ein Meiersi-Trainer. Wann stellt sich echt die Frage, mal nach einer, wie der Sportchef arbeitet? Die Mannschaft stellt schlussendlich auch zusammen. Ja, man muss sich sicher auch der Trainer, aber auch die Mannschaft. Ist die Qualität genug gut? Weil jetzt hast du zwei Trainer entlassen
und man ist immer noch nicht zufrieden, dann musst du dich auch fragen, hat die Mannschaft genug Substanz, hat die Mannschaft genug Qualität, um dort hinzugehen, wo der Vorstand oder wo die sportliche Leitung will. Meine, was ist das Ziel des FC Luzern? Dritter werden, vierter zu werden, Europa League spielen, oder? Aber da sind sie jetzt zu weit entfernt. Und jetzt hat er zwei Trainer, die er selber geholt hat, es funktioniert nicht. Dann muss man sich gleich fragen, oder? Was ist mit der Mannschaft? Und die hat ja auch den Sportchef auch zusammengestellt. Also von dem her würde ich eh sagen, zusammenrücken, intern das Zeug behalten und probieren, aus dem Loch rauszukommen. Aus dem Loch rauszukommen oder aus einem Zwischentief ist der FC Zürich. Im Gegensatz zum FC Luzern hat man nicht dreimal verloren, sondern zuletzt dreimal gewonnen. Überraschend ein bisschen gegen Basel. Gegen Thun ein bisschen glücklich. Da war Thun tendenziell ein bisschen die bessere Mannschaft. Zuletzt gegen Sion. Ist jetzt der Höhenflug vom FC Zürich, die Konsolidierung, kann man das einem Tosin festmachen, einem Schönbecher, einem Kramer, oder müssen wir die ganze Mannschaft reinnehmen? Eben, Zürich hat nach einem Euroleague-Match von Basel gewonnen, als Beispiel. Eben, Kammer natürlich trifft jetzt inzwischen, Magesan ist gut in Form, Schönbecher. Also die Offensive ist einfach gut in Form, Tosin hat sich eingelebt oder kommt auch immer besser ins Rennen. Und von dem her gesehen, das ist das Gegenteil von Luzern. Luzern hat natürlich, sagen wir, in der Offensive Schürpfert nur ein Goal geschossen, Elege hat eh ein Problem, Manchota Pais ist nur Also ich denke, die Offensive macht schon viel aus von einer Mannschaft. Wie gut bist du in Form und wie kommst du ins Laufen? Und das ist bei Zürich im Moment der Fall. Weil defensiv haben sie Omeragic eingebaut. Der funktioniert jetzt auch als ganz junger Spieler. Und jetzt lässt er die jungen Spieler, so war jetzt drin, im Normalfall ja im Zentrale. Also das funktioniert. Mir hat so der Eindruck, also es kann etwas entstehen. Dort. Hast du den Eindruck gehabt? Also ich glaube, die Meisterschaft ist so IB Basel, ist ganz klar. St. Gallen hat jetzt einen super Lauf, aber die restliche Superleague-Mannschaft, ist alles möglich. Und jetzt hat Zürich genau den Lauf drin, oder? Ich meine, sie haben Basel nach dem Europa League haben sie geschlagen. Thun war gerade in einem Loch gewesen. Und Sion ist auch gerade in einem Loch. Oder? Das haben sie jetzt gut gemacht. Und jetzt kannst du aus dieser Situation Profit rausschlagen. Die Spieler, die das Vertrauen reinholen. Der Schönbächler macht es jetzt wirklich sehr gut. Die Kramer, der das Goal macht. Tosin, der sich eingelebt hat. Und dann siehst du das Gegenteil eben bei Luzern, der überhaupt nicht läuft. Aber auf einmal kann sich das so schnell drehen. Und das ist ein bisschen die Liga jetzt auch schon letztes Jahr so. Oder? Die ersten zwei sind immer klar. Dann hast du einen dritten. Und der Rest ist alles möglich. Also der Mann, der im Moment hier mitunter heiss läuft, eben der Blas Kramer, den wollen wir mal ein bisschen näher beleuchten. Schön gespielt und Tor! 3:2 für Zürich, Blas Kramer. Erstes Pflichtspieltor überhaupt für den Slowenen im Trikot des FCZ. Ich denke, Derby ist immer gut. Das sind so, dass sie gewinnen, so Derby. Und ja, ich habe reingekommen. Ich habe das Gefühl, das können wir so gewinnen und so. Und dann hat so eine Chance, habe ich Tor gemacht und dann war echt so geil. Blas Kramer, FC Zürich, Strömer. Im Sommer holt der FC Zürich Blas Kramer vom VfL Wolfsburg 2. 476 Minuten bleibt der Neuzugang ohne Tor. Bis der Knoten platzt. Gegen Thun und Sion schießt der 23-Jährige zwei weitere Tore und bereitet eines vor. Der großgewachsene Slowene ist in der Super League angekommen. Ich bin endlich ich. So, dieser Druck ist einfach ein bisschen weg. So, ich denke, habe ich so nicht 10 Spiele Tor gemacht oder so. Und dann, wenn war Erster, ich habe immer so gesagt, wenn Erster kommt, dann kommt die Zweite, die Dritte und so weiter. Und ich hoffe, das bleibt so. Seit Kramer trifft, läuft es auch dem FCZ. Die Zürcher sind seit 4 Spielen ohne Niederlage. Dies ist auch Blas Kramers Verdienst, aber nicht nur. Nicht nur ich, aber ich denke, die ganze Mannschaft. Wir sind jetzt 4 Spiele zu Ende und von Mannschaftsmeinung und so, das können wir alle diese 4 Spiele gewinnen. Das Selbstvertrauen scheint in Zürich zu wachsen. Da kommt das Kriseln der Luzern gerade recht. Also der Blas Kramer sagt, wenn das erste kommt, das zweite, das dritte, dann kommen noch mehr. Wir sind beide gehört, von Wolfsburg, von der zweiten Mannschaft ist er gekommen. Wie gross ist das Risiko, so einen zu holen von dort? Ich nehme an, wenn er bei Wolfsburg um 2 ist, dann ist es kein Skischuh. Nein, er hat jetzt 27 Goal gemacht, also das ist vierte Liga. Klar, ist natürlich schon ein Niveauunterschied, aber du musst auch sehen, was kriegst du als Schweizer Verein, also vom finanziellen Rahmen her. Und dann ohne viel Geld. Eben, und das ist dann sicherlich eine Option, wo sie warm genommen haben und jetzt im Moment schlägt ein. Also ja. Einer, der nicht so happy ist, wie der Kramer, ist der Kololli.
Der spielt bei Kosovo linke Verteidiger, spielt das wahnsinnig gut gegen die besten Teams mitunter. Und beim FCZ hat man das Gefühl, das hat er nicht so Bock drauf. Gegen Sio hat er in 42. Minute rausgenommen. Als Trainer und auch du als Ex-Spieler. Warum nimmst du ihn als Trainer nicht in die Pause raus? Ist das einfach ein Zeichen, wenn du in 42. Minute vom Platz musst? Also da will der Trainer absolut ein Zeichen geben. Weil sonst wartet er noch ein bisschen Pause. Das ist gerade so schlimm, wenn einen einwechselst und wieder auswechselst. Das hat es auch schon gehabt. Das ist mir nie passiert. Aber das ist einfach das Schlimmste für den Spieler. Es ist höchst Strafe. Ich glaube, er war nicht verletzt. Er hat ihn einfach rausgenommen, war nicht zufrieden. Er hat vielleicht auch, ich meine, der Ludovic Magnan, der lässt sich dann halt auch nicht. Ist auch richtig so, finde ich, wenn er nicht zufrieden ist mit der Leistung. Aber ich glaube, du musst dann gleich aufpassen, wie du umgehst mit den Spielern, dass nicht in Unruhe reinkommt. Mhm. Weil die anderen Spieler bekommen das natürlich auch mit und das ist nicht sehr schön. Also du kannst noch 3 Minuten warten. Ja, auf der anderen Seite weiß man nicht, wie oft er mit ihm schon darüber gesprochen hat, auch insbesondere über Position. So, ja. Dann kommt natürlich das Kosovo-Abenteuer in der EM-Qualifikation, ja, wo sie Tschechien hatte. Ich weiß nicht, ob er da mit dem Kopf schon in Richtung dem Match geschaut hat, weil da ging es ja um relativ viel. Da spielt der linke Verteidiger anstandslos und das zu ihm geben gegen die Weltbesten und gut. Und dann kriegst du natürlich als Trainer Mama dann schon so eine Krawatte oder so einen Hals, wo du denkst, jetzt kriegt das gegen Sion nicht hin. Und ich meine, da stand es irgendwann ein 2-1 für Sion. Und ich meine, über die Seite vom Cololi kam doch einiges aufs Zürcher Tor. Also von dem her gesehen kann man den Trainer dann vermutlich, wenn es von der Richtung kommt, schon verstehen. Wenn wir jetzt die letzten 3 Spiele anschauen, Ausgangslage, Zürich, Luzern, Vorteile, Favoritenrolle bei den Stadtzürcher? Ja, absolut. Also, wenn wir jetzt gesehen, die letzten 3 Spiele gewonnen, Luzern die letzten 3 Spiele verloren. Und ich glaube, sie haben voller Vertrauen. Oder? Sie haben so viele Goal geschossen in den letzten 3 Spielen wie in den ersten 11 Spielen. Also von dem können sie hier mit vollem Vertrauen in das Spiel gehen. Der FC Thun spielt daheim gegen, hat jetzt fast gesagt, ungeliebt FC Lugano. Man hat nie so richtig gute Fouls gemacht. Aber die Thuner, Jürgen, finde ich schon noch beeindruckend, nach 9 Spielen ohne Sieg, wie man sich hat präsentiert. Der Still hat mal gesagt, wir spielen nicht wie ein Absteiger oder wie ein Tabellenletzter, aber wir punkten so wie ein Tabellenletzter. Wie man gegen Xamax hat gespielt, beeindruckend, mit so einer Negativserie. Ja, ich habe mich gefreut, dass der Castromann, ich habe ihn noch kurz gehabt, weil ich auf Hause, dass er da 2 Goalschüsse hat. Und was für 2 Goal, also insbesondere der Volley-Schuss. Er hat natürlich ein riesiges Schuss-Ding, wenn er jetzt anfängt zu treffen, weil bisher, das war komm, seine, wir schauen, es ist noch an. Es war sein erster Goal. Sie haben es im Training immer geübt, wie er funktioniert. Das kannst du im Prinzip, er hatte die Schusstechnik, aber dass es klingt, gehört natürlich denn das Quäntchen dazu und hier trifft das natürlich perfekt. Aber der Gegner steht auch noch relativ weit weg, dadurch hat er die Zeit und die Schussbahn ist frei. Also da passt alles zusammen und das ja. Aber auch hier, in dieser monumentalen Krise, in der Verein ist gesteckt, wenn du so probierst und so Goal schießt, das zeigt doch mehr als Außenstehende, die Mannschaft die lebt, das Selbstvertrauen ist da. Also absolut, ich glaube nicht daran. Und wenn man also Statistiken anschaut vom Ballbesitz, Thun hat sehr hohen Ballbesitz, auch gegenüber anderen Mannschaften. Es hat jetzt einfach nicht wollen, oder? Aber die glauben daran, die kennen auch die Situationen also in den letzten Jahren. Und sie müssen, sie müssen gewinnen und sie haben einfach jetzt weitergemacht. Und jetzt ist natürlich positiv für sie rausgekommen mit so 2 Supergoals natürlich vom Castromann. Und er hat jetzt die Chance bekommen, das hat jetzt gemacht und jetzt kann er auf den nächsten Einsatz hoffen. Was ist für ein Typ? Du hast einen Beschaffhausen als Spieler gehabt. Ja, fantastische Fußballer mit dem linken Fuß, hat man ja gesehen. Und dann auch sehr laufbereit, auch defensiv. Also ich finde, er macht einen ganz guten Eindruck jetzt auch in der Superliga. Man hat jetzt nur das ein oder andere Tor gefehlt. Er hat auch schon Schusschancen gehabt. Und jetzt ist es gelungen. Ich glaube, dass der Knoten jetzt auch Platz ist, dass er in die Quote auch reinkommen könnte. Ähnlich, sei jetzt mal, wie in der Challenge League. Als Trainer, der Rapp draussen lassen kann er fast nicht, nehme ich mal an. Der Castromann kannst du hinten dran bringen. Stellt sich für dich die Frage nicht? Ich kann den Rapp draussen lassen. Sie haben ja gewonnen ohne Rapp. Also, aber macht klar, den Rapp kaputt? Oder? Ja, der Trainer muss schauen, dass er gewinnt. Und der Trainer wird wahrscheinlich aufstellen, was er das Gefühl hat, dass jetzt das die Mannschaft ist, die ihn weiterbringt. Oder? Und dann muss halt auch mal der Rapp hinten anstehen und geduldig sein und dann wieder dran und kämpfen, dass er wieder sich zeigen kann. Und die Chance wird er bekommen. Also, sie haben ja nicht 5 Stürmer im Kader. Also der Munz ist natürlich noch ein, aber kein Problem, so mit dem Rapp zusammen.
Ja, ich habe schon das Gefühl, natürlich. Ich meine, der Rapp kommt auch immer wieder zu seinen Torschancen. Und also gegen Zürich hat er nur ein Brecher gescheitert. Also der Rapp zeigt schon, ja, dass er, und das ist ja das Entscheidende. Also, wenn du irgendwann keine Chancen mehr hast, dann wird es schwierig. Ich meine, und jetzt hat er vielleicht auch mit der Mannschaft zusammen nochmal die Moral tankt. Ich meine, das 3-2 war natürlich extrem wertvoll, vor allem nach dem 2-2. Also sie sind 2-5-0 vorne gelegen und dann 2-2-3-2. Also das ist fantastisch nachher noch gewesen. Mit der gleichen Mentalität, wie man gegen Xamax hat gezeigt, auch dass man nach einem 2-0 ein 2-2 muss hernehmen und noch gewinnt, ist Lugano absolut machbar. Es wird ein interessantes Spiel. Beide Mannschaften haben noch kein Heimspiel gewonnen. Also Thun spielt jetzt daheim. Heimschwäche? Heimschwäche von beiden Seiten. Also ich glaube, Lugano hat einen Vorteil. Auswärts holen sie Punkte daheim nicht. Und Thun ist genau das gleiche Problem. Mhm. Also von dem her wird es ein interessantes Spiel. Aber Thun kommt jetzt von einem ganz wichtigen Sieg. Und das wird sie sicher jetzt eben ein bisschen Aufwind bringen und dass sie sich wahrscheinlich sagen, hey, wir können es packen. Bei Lugano sieht es anders aus. Das Debüt von Maurizio Iacobacci gegen Luzern hat man gewonnen. Gegen Basel ist man 0-3 getaucht. Jetzt müsst ihr mal schauen, was uns der Maurizio Iacobacci unmittelbar nach dem Basel-Spiel hat gesagt. Aber man sieht, was Basel zur Verfügung hat. Sie haben zwei Topstürmer in einer Reihe, können einen noch spielen und dann geht er raus, kommt ein anderer Topstürmer. Aber man sieht schon, dass dort sicher ein Riesenpotenzial ist, was mir im Moment einfach fehlt. So, wir schätzen den Maurizio natürlich sehr. Muss so eine Aussage sein, weder gehend, ein Aratore, ein Carlinhos Junior, ein Dalmonte, wie sie auch heißen, wie die das hören? Holländer? Ja, mit Basel kannst du ja auch nicht vergleichen, das kommt mal dazu, das wissen die Spieler vielleicht auch. Ja, aber er hat doch nicht schlechte Stürme. Ja, natürlich. Und die Frage ist höchstens, will er in der Zukunft vielleicht noch was fordern vom Präsident? Macht das schon mal öffentlich bekannt, so nach dem Motto, ja, ich hätte gern so den Einkaufszettel quasi. Ja, ich meine, er hat jetzt die Chance als neuer Trainer noch vielleicht was einzubringen in der Form Richtung Winterpause. Ob die denn ihm lange, das muss er dann entscheiden. Nur in der Rückrunde hat es natürlich funktioniert. Sind, glaube ich, dritte Woche in der Euroleague. Und die Euroleague bringt natürlich schon viel durcheinander. Weil die Belastung ist höher, die Reiserei etc. Und ja, dann kommt vielleicht eines zum anderen. Hat er recht mit der Aussage? Auf dem Papier finde ich, hat er einen guten Sturm. Also ich finde, ich bin nicht einverstanden mit der Aussage, obwohl ich den Maurizio mag. Weil ich finde, letztes Jahr haben wir ja gesehen, dass die Stärke von Lugano offensiver war. Oder? Du hast ja Gernd, du hast ja Carlinhos, du hast ja Botani, du hast jetzt einen Aratore geholt. Und das sind für die Super League sehr gute und gestandene Spieler. Von dem her kann man eher sagen, sie sind vielleicht nicht in Form. Es läuft vielleicht nicht so, wie man sich das wünscht. Warum nicht? Hat es etwas mit dem System zu tun? Der Wechsel, den der Celestini gespielt und das, was der Iacobacci spielt? Ja, sicher. Iacobacci spielt jetzt eher mit vier hinten. Der Celestini hat immer mit drei gespielt. Oder? Also es ist ein Wechsel da. Die Spieler müssen sich wieder daran gewöhnen. Beim neuen Trainer hat andere Ideen. Und das Problem ist immer, wenn ein neuer Trainer kommt, wenn es schon vorher nicht funktioniert hat, musst du etwas ändern. Du musst etwas Neues bringen. Ich finde, ab und zu musst du nicht ändern. Ich meine, das haben wir bei IB gesehen. Ich meine, der Jerry Seoane hat nicht viel geändert. Es hat natürlich funktioniert. Und da muss halt, wenn es halt nicht funktioniert, musst du halt ein bisschen dran schrauben und schauen, was ist das System, ist das Richtige, sind es die richtigen Spieler auf der richtigen Position. Und ich glaube, der Maurizio muss da schon noch vielleicht noch das Richtige oder das eine oder andere noch ein bisschen Feintuning machen. Tönt so einfach, ist es wahrscheinlich natürlich aber nicht. So, bevor wir noch über ein Match reden, das da heisst St. Gallen gegen Xamax, wollen wir noch die zwei Spiele schnell andeuten und antönen und beleuchten, die sonst noch auf dem Programm stehen. Servette gegen Basel. Hier treffen die zwei besten Abwehrreihen der Liga aufeinander. Der Aufsteiger hat bisher nur 16 Tore kassiert, Basel gar nur 13. Mann der Stunde im Genfer Angriff. Varol Tassa. 5 Tore in den letzten 5 Spielen. Aber auch der FCB muss sich offensiv nicht verstecken. 8 der 33 Tore gehen auf das Konto von Kemal Adeyemi. Sion gegen IB. Beim FC Sion herrscht weiterhin Katerstimmung. Hat Christian Zermatten in der Pause die richtigen Worte gefunden? Der Gegner heißt IB. Der Leader ist in Form. 19 Tore in den letzten 6 Spielen. Eine Zahl, die beeindruckt. Das
St. Gallen gegen Xamax. Und wenn wir das Wort beeindruckend aufnehmen wollen, dann gilt das natürlich für FC Ostschweiz genauso. So, jetzt hat der Meister Ibe den Ostschweizer Express ein bisschen gestoppt nach 7 Spielen, ich glaube, ohne Niederlage. Die Niederlage im Wankdorf. Was hinterlässt das für Spuren? A. Kenne ich, weil man dermassen gut gespielt hat. Oder B. hinterlässt Spuren, weil man so gut gespielt und nicht gewonnen. Keine. Eher trotz Reaktion. Ich meine, man hat eine sensationelle Anfangsphase gehabt, hat sich auch wieder in dem Match auswärts, ja, auf Kunststraße wirklich behaupten können, die beste Mannschaft vielleicht im Moment. Und von dem her gesehen, absolute Topleistung. Die Jungs sind top in Form. Jetzt kommt die Eden noch zurück von den Nazi mit dem Erfolgserlebnis. Also, Guimard hat auch ein Tor gemacht in der U21. Also, fantastisch. Der Peter Zeidler hat gesagt, wir werden nach dieser Vollbremsung auch wieder beschleunigen können. Mhm. Also ich habe das Gefühl, das hinterlässt keine Spuren. Nein, absolut nicht. Ich war am Spiel und die haben das super gemacht. Also wenn am Schluss mit einem Unentschieden heimgehst, ist das auch in Ordnung. Von beiden Seiten. Sie haben am Schluss leider verloren, aber sie haben eine super Leistung gebracht. Man sieht, also der Zug, der fährt einfach weiter. Die ganze positive Stimme, also wenn man der Präsident Hüppi und der Zeidler auf der Tribüne, wie die sind ausgeflippt und in den Schienen kommt und dann geschossen. Jetzt kommt die positive Stimme, kommt der Eitten zurück als Debütant, der 3 Räume hat geschossen. Was bringt so einer in die Kabine rein? Das muss ja... Ja, riese Euphorie. Ich meine, für die ganze Ostschweiz, für den ganzen Verein, für die ganze Mannschaft. Weil, ich meine, er muss ja auch der Mannschaft dankbar sein, dass er letztlich in Nazi gekommen ist, weil er ohne seine Kollegen würde es auch nicht schaffen. Also da steht das ganze Team dahinter. Und für ihn wäre es natürlich eine Traumgeschichte. Also Merli könnte besser tönen, oder? Mit der ganzen Vorgeschichte, die er erleben musste, oder? Und ich habe gesehen, es ist natürlich ein Wahnsinn, dass er jetzt noch 3 Goal schießt. Auch unabhängig von den Gegnern, unabhängig von der Konstellation. Ja, das ist fantastisch. Apropos Merli, was der FC Basel denkt nach dieser Darbietung von Cedric Itten, das ist dann vielleicht nicht das Merli, das ist vielleicht ein Albtraum. So. Das ist eine andere Geschichte. Der Quintilla fällt gesperrt. Ja. Darf man ihn so als Herz, als Kopf von dieser Mannschaft in diesem Mittelfeld bezeichnen? Wie ersetzt er den? Wird es ein Problem geben? Absolut, das ist das Herz und auch von der Passquote, eben Goalschütze und auch sonst, er sticht jetzt immer mit nach vorne rein. Also das ist fantastisch, was er für ein Volumen hat. Also das ist wirklich Box-to-Box-Player. Und von dem her sehr schwierig sicherlich die Position zu besetzen. Allen Wies oder Fasli haben wir gesagt, könnte eine Alternative sein. Aber natürlich gleich kannst du es nicht besetzen von der Qualität. Ich glaube gleich, es ist interessant, weil alle machen ein bisschen Goal. Also er hat jetzt sicher auch, ich glaube, 6 Goal geschossen. Ja. Und was bei ihm ist, er macht immer Goal. Also so ein Weitschuss außerhalb vom 16er, auf einmal steht 0-0 und dann macht das 1-0 und so. Also ist er sicher ganz wichtig, aber das Gute ist, es ist gut verteilt. Du hast den Eitten, du hast den Guillaumont, du hast die anderen, die auch voll im Vertrauen sind. Babic, der auch seine Goal macht. Also von dem her, glaube ich, ist sicher nicht einfach, ihn zu ersetzen. Aber ich glaube, mit der Euphorie, die sie haben, wird der Zeidler das gut anbringen. So, Xamax hat eine bittere Pille müssen schlucken im Match gegen FC Thun, wo man da 2-3 verloren hat. Man muss einen guten Plan haben, für gegen FC St. Gallen zu spielen. Joël Magnin, wie sieht der Plan aus? Ja, das habe ich eine Idee. Ich werde ich nicht das sagen, aber St. Gallen ist natürlich eine Mannschaft, die extrem intensiv ist, wo sehr leidenschaftlich ist, wo gutes Pressing macht, wo hoch spielt und sie haben einen Lauf im Moment, aber ich denke, wir haben schon gezeigt, schon vor 2 Wochen in Basel, dass wir fähig sind, gegen jede Mannschaft gutes Spiel zu liefern und das werden wir sicher machen in St. Gallen. So, wie muss der Plan aussehen, Caetano? Weil ich glaube, der Turnmatch hat Spuren hinterlassen. Wie kannst du die St. Gallen knacken? Ich glaube, wenn man sieht, wie er spielt, jetzt die letzten Spiele sind ziemlich alle ähnlich. Er spielt immer mit der Dreierabwehrkette. Dann entweder spielt er mit 4 im Mittelfeld und 3 im Sturm oder sonst mit 5 mit einem Spieler hinter den 2 Sturmspitzen. Also ich glaube nicht, dass er da jetzt einen riesen Plan wird rausnehmen wird. Er weiss, was die Stärke ist von Neuchâtel. Oder sicher mal kein Goal bekommen und dann sind sie immer eigentlich gut, um ein Goal zu machen. Der Nuzolo, der Carlin macht ja immer wieder so wunderschöne Goal. Ja, auf Standard, oder? Ich würde sagen, Hit-Hop, für den Hall und der Carlin oder der Nuzolo macht ja, oder auf Standard. Der Ose macht immer mal wieder einen. Jetzt in der Nazi hat er, glaube ich, wieder einen gemacht. Also, das ist natürlich immer eine Waffe. Wir werden sehen, St. Gallen, wie sich erholen nach der Niederlage gegen IB und wie sich Xamax und wieder Joël Magnin den Plan aus dem Hut zaubert.
Für heute Abend sage ich merci für eure wenigen Einschätzungen, Jürgen Seeberger und Gaetano Cialanza. Euch entlasse ich erst in den Fußballabend, das Fußballwochenende, wenn ich sage, ab der 4.8. Lausanne gegen FC Wil. Challenge League selbstverständlich bei uns live da Brack.ch Challenge League gesehen und am Wochenende selbstverständlich drei Reihenfeisen Super League. Samstag die beiden Spiele und am Sonntag alle drei Spiele exklusiv bei uns beim Teleclub. Für heute Abend merci fürs Interesse. Habt eine gute Zeit. Bis gleich. Ciao. Kickoff wird präsentiert von Sporttipp, der Schweizer Sportwette.